Ups, Staatssachbraff, 43, viele Talente hat, wissen wir ja spätestens seit seinem Regie- und Drehbuchdebüt, Garden State, 2004. Dass der Schauspieler, Autor, Produzent und Regisseur aber auch für die Locken von Aerosmith-Sänger Steven Tyler, 70, verantwortlich ist, das ist uns neu. Aber Bilder lügen nicht. Auf seinem Instagram-Account hat Braff ein Foto gepostet, auf dem er mit Lockenstab und ernster Miene am Haupthaar des Sängers zugange ist. Der allerdings guckt auf dem Bild etwas skeptisch. Die letzten Handgriffe vor der Summer Stage Show, kommentiert Braff seinen kleinen Ausflug ins Beauty-Business. Die Fans des Schauspielers fragen zu Recht, wie es zu diesem Schnappschuss kommen konnte, warum? Was ist da los? Wieso? Weshalb? Kommentiert ein User, während ein anderer scherzt, was für ein Glückbild. Dass ihm die Haare mal von so einer berühmten Person gemacht werden. Das Foto wurde von Steven Tyler übrigens nicht geteilt, wieso nur?